Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia, A Machine for Pigs. Da sind wir wieder, Freunde. Die gute Kathi hat mich an einem Ort abgestellt, den ich überhaupt nicht mag. Das ist doch hier schon sehr, sehr kanalisationsartig. Uah. Widerlich. Widerlich, widerlich, widerlich war auch das, was wir das letzte Mal bei Kathi gesehen haben, nämlich so ein Bankett der Schweine. Und es war auch ein bisschen mitleidenserregend. Ja, das war also... fand ich echt ein bisschen heftig. Aber uns ist zum Glück nichts passiert. Wir stehen hier, wir wollen da rein. Wir haben aber noch Wasser. Kathi hat schon eine Pumpe betätigt. Jetzt muss ich die andere finden. Ich habe aber keine Ahnung, wo die sein soll. Deswegen gucke ich mich einfach mal um, würde ich sagen. So, eigentlich ist es hier relativ hell. Man braucht fast kein Licht. Aber... Oh! Warum? Warum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Nein, nein. Ich hoffe, ich laufe richtig. Oh Gott, ist das gemein. Immer ich. Ich hasse das Wasser doch. Okay, aber das haben wir ja eigentlich ganz gut geschafft. Och, war das fies. Ey. Als ob sie es gewusst hätte, stellt sie mich kurz davor noch ab. Tschüss. Egal. Ich lebe ja noch. Oh, es ist doch ein widerliches Gebiet hier. Okay, hier kann ich nichts machen. In die andere Richtung. Hauptsache, ich muss nicht nochmal ins Wasser. Oh Mann. Aber das ist ganz gut. Ich habe mich nämlich gefragt, wo ich überhaupt hin soll und dies wurde mir auf eine sehr rabiate Art beantwortet. So, und ich schätze mal, der Dampf tut weh. Auch wenn der ab und zu ein bisschen nachlässt. Ich glaube nicht, dass ich da drüber springen möchte. Deswegen gehe ich mal da lang. Okay, mein Lämpchen geht natürlich auch noch. Oh, wo gehen wir denn hin? Da hoch oder da rein? Ich gehe mal da hoch gucken. Das sieht irgendwie wichtig aus. Was haben wir denn da? Ah, die Hauptpumpensteuerung. Sehr schön. Schauen wir doch mal, was da jetzt zu tun ist. Aha, aha. Was haben wir hier? Ein toller Plan hier. Flutenbereich. Notabschaltung in Kraft. Ja, genau. Sowas, in der Art hat Kathi auch schon mal gemacht. Ja, nur dass hier kein Schweinchen drin ist. Es sieht ziemlich kaputt aus. Das war der Saboteur. Muss ich das da einfügen irgendwie? Ich kenne mich nicht aus. Mendus? Oh, Mendus hat einen Plan. Okay, Mendus, das ist gut gemacht. Aber ich glaube, da fehlt noch ein Rädchen. Und das liegt mal nicht hier. Also schauen wir uns hier noch um, damit die Pumpe wieder läuft. Also ich glaube, ich brauche nur nicht zu drehen, solange ich das Zahnrad nicht gefunden habe, aber da ist es ja. Mensch, war das schwer. So. Schauen wir es uns mal an. Ich denke, ja, vollständig. Dann können wir ja am Rad drehen. So, das klingt doch ganz gut. Ich denke mal, die Maschine läuft wieder. Kann ich hier was machen? Nö. Ja, die läuft. Wunderbar. Dann gehen wir, ne? Mal gucken, ob jetzt der Weg frei ist. Das wäre ja super. Und wo kein Wasser mehr ist, da sind auch keine Wassermonster mehr, richtig? Hoffe ich einfach mal. So, hier ist natürlich noch Wasser. Ich war da hinten noch nicht. Da würde ich jetzt gerne mal erstmal hin. Da muss ich wahrscheinlich auch hin. Rattert vor sich hin. Hier ist Blut. Hier ist Blut. Und Blut ist... Das sind Monster nicht fern. Was haben wir denn da? Ah, ich könnte theoretisch mich einfach fallen lassen, aber das wäre verrückt, oder? Würde ich... Soll, nee, nee, das könnte nicht bringen, oder? Oder doch? Erwartet ihr das von mir? Nee, ich benutze die Leiter. Ja, ich bin zivilisiert. Aber will ich denn darunter? Das sieht hier ekelhaft aus. Uah! Na toll! Was war denn das jetzt? Okay, wir beruhigen uns erstmal. Wir beruhigen uns erstmal. Dem guten Mendes geht's gerade gar nicht gut. Wenn Sie ein Objekt halten, können Sie es mit der rechten Maustaste werfen. Warum sagst du mir das jetzt? Ich weiß das. Aber ich will jetzt hier nichts. Ach, muss ich nehmen.
Glaube ich nicht, oder doch? Nee, natürlich nicht. Ja, was mache ich denn hier drin? Soll ich jetzt hier für immer fast... Wow! Okay. Danke? Wie auch immer. Ich hab... Mir kam gerade die Idee, ich muss das Steinchen an die Leiter schmeißen, aber irgendwie ging das auch automatisch. Seltsam. Ja gut, das war ja eine tolle Idee, da runterzusteigen, also... Ja, aber irgendwie macht's keinen Sinn, ne? Soll ich doch da noch was machen? Egal. Muss ja nicht alles Sinn machen, aber wenn ich da nicht runterhüpfen würde, dann würde es auch nur damit enden, dass ich in dieser Pfütze bin, ne? Oder ich muss ein Steinchen mitnehmen. Ach, egal. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was... ob mein Weg frei ist. Da können wir uns ja immer noch überlegen, ob wir ein Steinchen brauchen oder nicht. So, hier ist nichts mehr. Da lang. So, ich krieg eine Notiz. Also bin ich richtig unterwegs. Das Auffinden der Kinder. Die Überschwemmung ist beseitigt. Ich habe mich durchgesetzt. Der Saboteur ist geschlagen. Mein Herz pocht vor Begeisterung. Auch wenn sich mir alles dreht und ich in fiebriger Erwartung erschaudere, wie diese Maschine nun ihre unmittelbar bevorstehende Wiedergeburt spürend um mich herumhämmert. Der letzte Abstieg lockt mich wie Lilly, wie sie einst auf unserem Ehebett lag und mich zum Mann machte. Oh mein Gott. Alles klar, Mendes. Alles wird gut irgendwann. Klingt schon so finalwürdig, kann ich gar nicht glauben. Geht bestimmt noch ein Weilchen. Ja gut, aber ich weiß nicht, ob ich da bei dem Dampf schnell vorbei spielen sollte. Könnte. Dann einfach wieder da lang gehen und gucken, ob da was geht. Das sieht so seltsam aus. Da geht gar nichts. Okay. Ja, ich werde wohl runter müssen, ne? Weiß nicht. Entweder muss ich hier runter oder ich muss... Naja, wir gucken mal. Oh, ja. Hi. Ihr könnt jetzt aber nicht rausspringen oder so, ne? Hä? Könnt ihr irgendwie so Blitzskills machen oder so, von denen ich nichts weiß? Ist egal. Ich komme nicht in eure Nähe. Nein, nein, nein. Ich schaue mich hier nur um. Wundere das Blut. Die rote Farbe. Das rote Licht. Hier kann ich nichts machen. Ah, schaut mal, wir sind goldrichtig. Oh. Ja, ja, vor euch habe ich keine Angst. Ihr könnt nicht aus dem Wasser raus. Und ich will nicht ins Wasser rein. So. Okay, die Luft scheint rein zu sein. Ach, das ist wieder so ein Raum. Alles klar. Dann, ja, wollen wir mal am Rad drehen. Das durfte Kati bisher immer machen, schon zweimal. Jetzt darf ich endlich mal. Beziehungsweise, ich... Nee, 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 nee. Erst hier. Nee, hier geht nur noch gar nichts. Ah, ja, okay, cool. So, jetzt darf ich drehen, ne? Ganz Tür zu. Die andere auf, bitte. Muss kurz warten. So, jetzt. Nein, geht nicht. Okay, dann mache ich hier rum. Bing. Ja, bin ich jetzt langsam sauber. Ah, geht doch. Okay, Freunde. Auf, ins neue Gefilde. Kann ich einfach raushüpfen? Nee. Irgendwie wieder was ausmachen? Das da? Nee, falsch. Ach jo. Jo. Ah, Mensch, das sieht doch schon viel besser aus hier. Hoffentlich kommt die Kanalisation nicht mehr. Beziehungsweise Abwasserdreck. So, da, ich kann sowas nicht leiden. In jedem Spiel verfolgt es mich. In jedem. So, ist hier irgendwas Spannendes? Nee, anscheinend nicht. Man kann ja eh nie was mitnehmen in dem Spiel. Leider. Die tanzenden Kinder. Wie besessen durchsucht er die Zeitungen und Zeitschriften nach neuen Erfindungen. Sie sind die Architektur für unsere aller Besserung, behauptet er. Edwin und Enoch spielen in Unkenntnis dessen weiter. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Ladescreen seht. Das ist wie in Amnesia 1. Manchmal wird er nicht aufgenommen. Also bei mir zumindest nicht. Aber nun gut.
Da sind wir nun. Oh, ich brauche schon wieder diese Maschinerie hier. Das ist ja schlimm. Aber wenigstens kein Wasser. So, du willst nichts mitnehmen, vermute ich einfach mal. Dann machen wir mal das Türchen auf. Ein Besen. Will er auch nicht mitnehmen. Dann lass es. So, da könnten wir durchschluppen. Oder wir gucken erstmal, was hier ist. Ah, eine Notiz. 15. März 1899. Habe mich krank und durchgeschwitzt auf meinem Bett zusammengerollt. Sie reinigen das Zimmer über mir. Aber ich kann nur die Stimme aus diesen unfassbar liebenswürdigen Steinen hören. Er singt mir vor und ich träume von einer großen Maschine. Auf den Ruinen der alten Welt werden wir eine neue bauen. Wir werden Blumen in dem verfallenen Brustkorb anpflanzen. Sie werden wachsen und verhindern, dass der Himmel herunterfällt. Ich erinnere mich, wie er mir zuflüsterte, als wir uns krank und würgend hin und her rollten. Und ich erinnere mich, als wir in Southampton ans Land gingen und wie wir beide weinten. Denn es war exakt dieselbe Schändung, von der mir vorgesungen hatte. Von der mir vorgesungen hatte. Und dann kamen wir nach London und ich setzte ihn auf meinen Kaminsims. Und dann ging ich ins Haus, versammelte die Diener und machte mich daran, sie neu zu gestalten. Und dann ging ich in den Garten und begrub diese winzigen, zerschmetterten Schädel unter den kleinen Bäuschen? Unter dem klagenden Bäuschen? Der Rhododendren. Ja. Toll. Du bist gestört. Geh da durch. Ganz schön eng hier. Wenn mir da ein Schwein entgegenkommt, dann... Schon wieder was im Lesen, alles klar. Was erinnerst dich jetzt? Das Herz der Maschine. Und als sie das erste Mal Papa sagten, schmolz mir das Herz wie auf den Boden gefrorenes Blut, das zum Tauen und herumschwappen in die Sonne gehalten wurde. Und sie waren unzertrennlich, immer zusammen, eine Seele in zwei Körpern. Und meine Liebe war allumfassend. Ich würde für euch sterben, flüsterte ich ihren schlafenden Gesichtern zu. Ich würde töten. Um euch zu beschützen, würde ich diese Welt vernichten. Ich habe mich durch dunkle Tunnel gekämpft, große Motoren, die verdorbensten aller Biester. Ich habe meinen Schwur erfüllt und diese Überschwemmung beseitigt. Und nun komme ich euch holen, meine geliebten Jungs. Okay, lass mich raten. Die wahren Namen deiner Jungs sind Babe und Rudi Rüssel. Ich weiß es nicht, ich glaube nur, egal, ich freue mich überhaupt nicht, jetzt gleich meine Kinder zu sehen, also so viel ist schon mal sicher. Das kann jetzt nur böse enden. Oh mein Gott. Stopp. Kein Zugang für unautorisierte Personen. Die Verwaltung. Ja, war schade, dann gehe ich halt wieder. Ich meine, da oben im Haus war es ja auch schön. Nein, Quatsch, ist ja schon gut. Wir sind natürlich autorisiert. Wir haben die ganze Scheiße hier gemacht. Und jetzt? Was mache ich hier? Was? Soll ich hier rumspringen oder so? Kann ich hier auf die Rohre klettern? Oder so? Irgendwas ganz Tolles, so jumpmäßig? Nein? Hilfe? Ah! Da geht's ja auch lang. Okay. So, können wir mal nach unten klicken. Ich höre Wasser, aber ich sehe nicht wie... Oh, hört man die Musik. And you came then to London. You set me upon a mantelpiece. And then you went into the house and gathered the servants. And we set you and I on recrafting them. And then you went into the garden and buried those tiny shattered skulls. Alone. Ja, richtig. Zerschmetterten Schädel, ey, was... Ach Gott, ich will mir gar nicht vorstellen, was dieser... Aber das ist jetzt schon ganz schön stimmungsvoll. Also ich kann mich da Kati nur anschließen. Es hat zwar nicht wirklich solche Schockermomente, aber die Atmo passt jetzt. Also das Spiel hat mich. Und jetzt, ich bin neugierig, wie das Ganze enden wird. Wie tief das noch geht. Schaut euch diese Maschine an. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich hoffe echt nicht, dass das schon bald fertig ist hier.
jetzt unfassbar. For your children, Magnus, to spare them the world you have created for us all. Jo, richtig. Was auch immer du sagst, mein Freund. Mein Freund, ich würde sagen, bevor ich da durchgehe, werde ich einen Cut einlegen. Oh, die Tür wird mir schon geöffnet. Sehr, sehr nett. Ja, Freunde, wie das weitergeht, werden wir wirklich im nächsten Part schon unsere Kinder wieder in den Arm nehmen können? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr morgen bei Let's Play Amnesia: A Machine for Pigs.